Hossa Internet, das nächste Assassin's Creed soll angeblich in Griechenland spielen. Das will der in der Branche für sein Insiderwissen bekannte Journalist Liam Robertson erfahren haben. Und zwar von den gleichen Leuten, die seinerzeit schon das Setting von Assassin's Creed Origins vorab verplappert haben. Seine Quellen haben dann nicht erklärt, in welcher Epoche der griechischen Geschichte das Spiel angesiedelt sein soll. Ursprünglich war aber schon geplant, dass Griechenland als Schauplatz auch in Assassin's Creed Origins auftaucht. Offenbar hat man diese Idee dann während der Entwicklung aber verworfen. Dieses Assassin's Creed, das bisher noch keinen Namen hat und auch noch keinen internen Arbeitstitel hat, beziehungsweise der noch nicht von den Insidern verraten worden ist, soll im Herbst 2019 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen. Von einer Switch-Version ist da noch nicht die Rede. Allerdings hat die gleiche Quelle angedeutet, dass möglicherweise ein eigenes Assassin's Creed-Spiel für die Switch erscheint. Der letzte offizielle Ableger der Reihe war Assassin's Creed Origins. CD Projekt Red wächst, denn neben dem Hauptsitz in Warschau und der Außenstelle in Krakau hat man jetzt auch ein neues Studio im polnischen Breslau gegründet. Das 18-köpfige Team dort kennt sich schon von früher, denn die haben unter anderem an Spielen wie Hitman, Dead Island oder Call of Juarez gearbeitet und sich außerdem zum Indie-Entwickler Strange New Things zusammengeschlossen. Als dieses Indie-Team haben sie dann aber kein eigenes Spiel veröffentlicht, bevor sie jetzt in CD Projekt eingegliedert wurden. Und was sollen die bei CD-Projekt machen? Naja, am Megaprojekt Cyberpunk 2077 mitwirken, denn da arbeiten momentan alle drei CD-Projekt-Sitze miteinander. Inzwischen über 700 Mitarbeiter und Entwickler, die da das Spiel zusammenbauen. Cyberpunk 2077 soll Gerüchten zufolge dieses Jahr zur E3 im Juni eine große Vorstellung bekommen. Triumph für Ubisoft, denn der französische Publisher hat endgültig die Übernahmeversuche des Medienkonzerns Vivendi abwehren können. Dazu hat man eine Übereinkunft gefunden, nach der Vivendi seine 27,3% der Geschäftsanteile abtritt. Das Geld dafür hat Ubisoft von neuen Investoren bekommen. Zum einen die Rentenorganisation Ontario Teachers Pension Plan und dem chinesischen Publisher Tencent. Und mit Tencent geht Ubisoft auch gleich eine strategische Partnerschaft ein, nach der Ubisoft-Spiele in China veröffentlicht werden. Ein Teil dieser Übereinkunft zwischen Ubisoft und Vivendi ist, dass Vivendi es untersagt wird, in den nächsten 5 Jahren weitere Geschäftsanteile von Ubisoft zu kaufen. Trotzdem dürfte man sich bei Vivendi über diesen ganzen Deal freuen, denn es war eine sehr lukrative Angelegenheit. In all den Jahren, in denen Vivendi versucht hat, Ubisoft zu übernehmen und so diese 27,3% Geschäftsanteile zusammengekauft hat, da hat man 749 Millionen Dollar dafür ausgegeben. Jetzt für den Verkauf dieser Anteile bekommt Vivendi aber über 2 Milliarden Dollar. Ubisoft hat unter Yves Guillemot jahrelang versucht, eine feindliche Übernahme durch Vivendi abzuwehren, denn genau das ist dem von Yves Guillemots Bruder Michel Guillemot geleiteten Handyentwickler Gameloft passiert und deshalb wollte Ubisoft nicht, dass es so weit kommt. Das war's für heute mit den News. Jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Es gibt nämlich ein Gewinnspiel von unserem Partner Arctic. Da könnt ihr unter dem Link in der Beschreibung bei diesem Gewinnspiel mitmachen und dann Monitorarme, nämlich den Z2 3D und Gaming-Headsets, das P533 gewinnen. Alle weiteren Infos, wie gesagt, unter dem Link in der Beschreibung. Das war's für heute mit den News. Die nächste Folge gibt's morgen. Bis dahin, weiterspielen.